Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Realistisch und Schwer, Kerbal Space Program, Realism Overhaul, Real Progression One, Real Scale Solar System. Ja, es geht weiter mit den Versuchen, in einen Polar Orbit zu kommen, in einen polaren Orbit. Ja, das habe ich jetzt außerhalb eingesprochen und jetzt geht's mit Vergangenheits-André weiter. Dann werden wir jetzt an diesem schönen Morgen mal es probieren mit dem polaren Orbit, in dem ich noch flacher starte. Wir waren eben bei 33, ich probiere jetzt 31% oder 30. Wahrscheinlich 30. Das hier ist jetzt keine Simulation mehr. Wir haben uns jetzt runtergetastet quasi. Das ist jetzt keine Simulation mehr. Hier, da waren wir auf in der Simulation auf 33. Wir probieren es mit 31. Wir probieren es mit 31. Engage Autopilot. Das Ding hier ist fertig. Jawohl. Ich möchte diese Graphen mir angezeigt la haben lassen. 90. Was wir machen können, ist 89. Das gibt uns noch einen kleinen Vorteil. Und hier Polar First Polar Orbit Satellite. Furchtbar flacher Winkel. Alles ist dran. 3, 2, 1 und los. So, und jetzt nähern wir uns der kritischen Phase. Der letzten 10 Sekunden und da sind wir jetzt knapp über 140 gekommen. Ich denke mal, wir werden so kurz unter 200 Kilometer bleiben. Sehr schön. Das ist super. Und unsere Fairing ist fast überhitzt. Dann werfen wir die mal weg. Die Fairing brauchen wir jetzt wirklich. Disengage Autopilot. So, alles hochstellen und bitte einmal ausrichten. Für die Stufentrennung. Und wir wollen auf 1 Minute 30. Genau. Also erstmal aus der Atmosphäre raus. Und da sind wir aus der Atmosphäre raus. Und jetzt hier Time to Apoapsis 1:30 und dann mache ich Stufentrennung. Jetzt. Und Stufentrennung. So, sehr gut. Und ab dafür. Oder 60 oder 70 Höhe kommen. Oder also wenn wir es auf 100 schaffen, dann kommen wir auf 140 mit dem RCS. Nee, unser Raketenmotor ist früher ausgegangen. Verdammt. Ja. Okay. 30 und wir hoffen darauf, dass wir keine Engine Failure haben, weil beim letzten Mal ist die Engine zu früh ausgegangen. Wir haben einen kleinen Winkel da oben eingestellt. Diese Rakete ist fit. Polar Orbit ist eingestellt. Engage Autopilot 30 Grad genau und ab dafür.
Wir sind auf 200 Kilometer für die Apoapsis und die steigt langsam weiter. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir hier auf Periapsis irgendwie mit dem Antrieb, den wir haben, der uns gegeben ist, dass wir damit auf, ich weiß es nicht, 100 Kilometer kommen und den Rest machen mit RCS. Aber wenn das wirklich nicht funktioniert, dann werden wir dieses Teil hier runternehmen und beziehungsweise dann starten wir dieses Teil nicht in polaren Orbit, sondern schießen das hier einfach nur hoch. Starten das hier mal. Genau. Die anderen Experimente bringen keine Wissenschaftspunkte mehr, aber das hier bringt Wissenschaft. Ja. Fünfhundert. Noch 11 Sekunden. Das klappt doch nicht. Und es klappt so. Ja. Es hilft nichts, wenn wir einen flacheren Aufstieg wählen. Dann verlieren wir zu. Dann haben wir zu viele Reibungsverluste in der Atmosphäre. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir starten das hier in 5 Grad Winkel. Und bei dem anderen nehmen wir die biologische Kapsel runter und damit probieren wir den polaren Orbit. Also, diese Rakete starten wir jetzt in die richtige Richtung und nehmen alles mit hier, zack, von der Erdatmosphäre. Wir nehmen hier wieder 33, das hat gereicht. So, das hier ist complete und genau, Polar Orbit interessiert uns diesmal nicht. Wir versuchen einfach nur, diesen Satelliten hochzubringen, damit wir die Wissenschaft einsammeln von der Biological Sample Capsule, der Advanced Biological Sample Capsule, die da oben drauf ist. Genau. In die richtige Richtung mit der Erdrotation, da nehmen wir Energie also mit. Und 33 Grad, sodass wir nicht ganz so viele Reibungsverluste haben. Dann, ja. Engage Autopilot und los. Und dann die Rakete, die wir hier nachbauen, die braucht dann, die kriegt dann den oben des Biological Sample Capsule abgerissen. Genau. Und dann wird das was. Mit dem polaren Orbit. Wenn der Satellit einfach um die Hälfte leichter ist. Oh, und wir haben. Nee, no ignitions remaining. AJ-10 has failed with performance loss. Damit kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder nicht in den Orbit, wa? Oh, Leute. Oh, Zeitbeschleunigung. Sieht so aus, als ob der nur langsamer brennt. Ja, hier unten sieht man es auch. Der brennt einfach nur langsamer. Heißt aber, dass wir trotzdem wahrscheinlich in eine Umlaufbahn kommen, wenn wir die ganze Delta V tatsächlich umgewandelt bekommen. Ich bin mal gespannt. Ansonsten müssen wir das Ding halt nochmal zurücksetzen. Eieieiei. Ja, und da sind wir. Und los geht's. Und wir haben jetzt keinen Performance Loss und jetzt sollten wir mit diesem Ding endlich in den Orbit kommen.
Dann kann hier Wissenschaftspunkte generiert werden und dann rupfen wir für die nächste Rakete das Teil wieder runter und starten einen polaren Satelliten und gut ist. Die Time to Apoapsis steigt wieder. Wir haben noch 1000. Das könnte jetzt wirklich gerade so reichen. Noch 20 Sekunden. 15. Winkel. Ja, wir Winkel müssen wir nicht gucken. Wir sind ja kein polarer Orbit. Und das hat geklappt. Sehr gut, wir sind in der Umlaufbahn. Puh. Alles klar. Dann einmal RCS aus und Satellit trennen. Und RCS an. Und wir drehen uns. Upsi. So, ich möchte mich einfach nur vom Satelliten trennen. Aber ja, das hat ja jetzt nicht gut funktioniert. So, diese Stufe verbraucht jetzt ihr ganzes HTP, aber damit wird sie auf jeden Fall nicht in die Atmosphäre wieder eintreten. Aber so sind wir dann wenigstens allein und die Biological Sample, dieses Ding da kann vor sich hin forschen und uns Forschungspunkte generieren. Im Moment haben wir noch einiges an Strom. Das wird mehrere Tage dauern, bis das leer ist. Und dann kriegen wir hoffentlich ein paar Wissenschaftspunkte von dem Advanced Biological Experiment. Jo. Ach Gott. Einmal zum Weltraumzentrum zurück. Wir haben einen Satelliten in der Umlaufbahn. Yay. Und der andere Satellit, der erste künstliche Satellit, den wir hochgeballert haben, der hat jetzt schon keinen Strom mehr. Das heißt, da können wir mal ins Weltraumzentrum gehen und diese Sachen dann mal löschen aus dem Orbit. Das ist ganz gut. Nee, ich will nicht in die Wissenschaft reingehen. Ich will ins Ortungszentrum reingehen. So, was haben wir denn da am Rumfliegen? Alles von der 22. Das hier kann beendet werden. Und, ja, dieser Satellit hier, der hat jetzt schon keinen Strom mehr, der kann beendet werden. Alles von der 23 lassen wir jetzt einfach nochmal, genau. Das fliegt um die Erde, die 23 löschen wir dann später. Hups. Hallöchen. So, Technologie. Satellite Area Electronics. Noch 8 Tage und dann kommt Satellite Area Science. Das heißt, wir werden jetzt diese Rakete noch in einen polaren Orbit hochballern und dann können wir endlich den First Scientific Satellite machen. Das hier. Duplicate. Und das hier machen wir mal Rename in die 25, dass das schon mal gebaut wird. Und hier gehen wir mal rein und machen Edit und nehmen dieses Ding da oben ab und machen die Nutzlast super leicht. Den polaren Orbit. Das müsste die jetzt schaffen mit weniger, mit 50, ein bisschen weniger Nutzlast müssten wir jetzt in den polaren Orbit hochkommen. Und die nächste Rakete, also nicht die nächste Rakete, ja doch, die nächste Rakete, die wir bauen, wird schon die neue Technologie, wird Satellite Area Science beinhalten. Das heißt, die müssen wir ein bisschen weiter bauen lassen, dann können wir sie editieren, können den Geiger-Müller-Counter reinmachen und dann können wir den First Scientific Satellite schaffen. Jetzt kümmern wir uns um First
Polar Orbit mit dieser Rakete und dann gucken wir, was die nächsten Aufträge sind. Ja. Also, die hier wird gerade umgebaut. Nee, die 24 wollen wir nach oben, genau. Ja, genau, die wir gerade editiert haben. Die 24 und die 25 ist, da bauen wir dann schon mal dran rum, weil da kommt dann einfach ein anderes Experiment rein und die wird einen ähnlichen Orbit haben, wie wir das eben auch gemacht haben. Also, ja, Warp 2. Erster polarer Satellit mit kleinerer Nutzlast. So, 33 lassen wir mal. Engage Autopilot. Nee, disengage. Wir wollen 89. Jawohl. Engage Autopilot. Achso, erstmal Vessel Complete. Genau, dankeschön. Jetzt gucken wir mal, ob wir es nicht doch hinkriegen. Hier in den polaren First Polar Orbit. Okay, hier. Denn mal, ja, Autopilot ist an. Ab dafür. So, einfache Zeitbeschleunigung und da schaffen wir es in den Orbit. Oh, und in was für ein Orbit? Polar Satellite. 86 Grad. 85 und 95. Wir haben 86 Grad Inclination. Ich mach mal aus und wir sollen... Checking for Stable Orbit. Und wenn wir ein Stable Orbit haben, dann entkopple ich den Satelliten und mach wieder den lustigen Spaß mit dem Zeug. So, eine Minute. Ach Gott, ey. Ja, ist unglaublich, wie viel 50 Kilogramm Nutzlast was ausmachen, ne? Also diese flachen Satelliten kriegen wir hoch. Wenn wir 50 Kilogramm mehr draufpacken, dann wird das nix. Das ist total abgefahren. Wir brauchen so dringend die nächste Technologie, dass wir mehr bessere Raketenantriebe haben. Komm schon, 47 Sekunden noch. Und ich glaube, Time Warp bringt dir nix, ne? Nee, doch ein bisschen was. Ja. Machen wir mal Time Warp. 3, 2, 1. Stable Orbit confirmed. Jawohl, wir haben Polar Orbit abgeschlossen. Heißt, einmal Satelliten trennen und einmal hier trennen wir uns jetzt von... So, einmal umdrehen. Und da lassen wir unseren Satelliten schön allein durch die Umlaufbahn zischen. Es ist wichtig, dass wir jetzt einfach nur den First Solar Orbit abgeschlossen haben. So, und da sind wir wieder. Und der fliegt jetzt und leider bringt er keine neue Wissenschaft. Das heißt, es ist sowas von dringend nötig, dass wir neue Wissenschaftssachen machen. Ja, also diese Sachen warten alle. Er forscht nichts, aber er hat ja auch weniger Strom. Wir haben... einfach jede Menge Masse reduziert, damit er überhaupt in die Umlaufbahn kommt. Aber er hat seine Schuldigkeit getan. Großartig. Weltraumzentrum. Oh. Meine Fresse. Erster Polarorbit und wir stehen kurz davor, den ersten wissenschaftlichen Satelliten in die Umlaufbahn zu schießen. Der erste wissenschaftliche Satellit wird dann wahrscheinlich das sein, was wir
was wir im Stream dann in Angriff nehmen können. Heute Abend, also wenn diese Folge rauskommt, ist abends der Stream um 19 Uhr. So, Technologie, Satellite Area Science, noch 48 Tage, dann können wir ein neues Experiment in diese Rakete, die wir bereits bauen, reinballern und dann schaffen wir den Scientific Experiment. Neue Verträge für Satelliten gibt es bestimmt auch, aber wir brauchen auch erstmal neue Technologie, um bessere Raketen zu bauen, um mehr in den Orbit zu ballern. Also, danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen, aber auch wenn ihr es nicht tut, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin einen ganz zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.